Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Sim Airport. Unsere Baustelle von der letzten Folge ist fertig geworden. Die habe ich eben vorspulen lassen. Die ersten Gäste sind schon da für unseren 4-Uhr-Flieger. Allerdings wollte ich die Folge jetzt schon aufnehmen, denn wir haben gerade ein bisschen Zeit. Und wir haben uns ja überlegt, wenn es stressig werden würde, dass wir das Ganze hier in unser Gebäude hierhin vergrößern. Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt, wir könnten hier schon anfangen. Und, haben wir gesagt, wir gehen um 5 runter. Könnten da das Office hinmachen für unseren CFO. Damit wir den schon mal einstellen können. Und dann ein bisschen mehr die Überwachung haben, was unsere Finanzen angeht. Ja doch. Unsere Finanzen angeht. Ich denke mal, das Geld spielen wir jetzt ein durch die ganzen Flieger, die heute kommen. Die werden da jetzt arbeiten, dann können wir schon mal den Zaun um einen rüber ziehen. Ja, die Warteschleife ist voll. Und da kommen noch mehr Leute. Okay. Wir werden jetzt einmal ganz kurz langsamer machen. Die Zone vom Ticketbereich etwas vergrößern und wir werden noch mal einen Ticketkiosk daneben stellen. Jetzt erstmal die Priorität erhöhen, damit die das auch direkt anfangen zu bauen. Hoffentlich. Ne? Machen sie erst noch das zu Ende. Noch ist alles gut. Der Flieger kommt erst um 4 Uhr. Wir haben noch 40 Minuten Zeit. Und der andere kommt, glaube ich, um 4:30 Uhr. Ja. Also die kommen erst. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit, bis die abheben. Ja, da kommt er. Können trotzdem ein bisschen langsamer laufen lassen, damit wir jetzt gleich besser reagieren können. Ja, aber ich glaube, beim Ticketing können wir eigentlich schon direkt was machen. Wir machen jetzt erstmal bis hier, damit die soweit. Damit wir zumindest vielleicht einen Schalter noch darunter setzen können. Sitzgelegenheiten, an denen mangelt es auch. Ja, jetzt kommen so langsam die ganzen Baustellen. Die Warteschlange hier reicht auf jeden Fall aus. Das heißt, wir werden jetzt noch einen Ticketschalter machen. Dann nochmal die ein oder andere Sitzgelegenheit und dann den CFO einstellen. Ich sage, die kommen weg und wir machen hier mal direkt die Schlangen noch größer, dass wir das hier dann fertig haben. Dass das nie wieder verändert werden muss. Aber da bin ich mal um 12 Uhr gespannt, wenn das mit 150 Menschen gefüllt ist. Weil 150 Menschen ja die Anzahl an Personen ist, die ein schmales Gate maximal haben kann. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da das hier schmale Gates bleiben, sehen wir dann, wie groß die Schlange sein muss. Und die sind da am Bauen. Dann machen sie die beiden weg. Und dann kommt jetzt ganz dringend die Wand mal weg. Ja, noch ein Ticken langsamer bitte, danke. So, dann Ticket-Test. Können wir auch 2 Stück machen. Besser wird es nämlich, glaube ich, nicht. Können wir gleich hier auch, glaube ich, wir verbinden die gleich damit, bevor wir eine neue Warteschlange machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 2 neue Angestellte. Und dann verbinden können wir erst, wenn das gebaut ist. Deshalb warte ich jetzt mal einen kurzen Augenblick. Ja, ihr müsst sagen, wie das mit den Hintergrundgeräuschen ist. Für jedes Flugzeug, weil, also wir werden ja jetzt immer mehr Flugzeuge haben.
ob das dann nicht vielleicht irgendwann ein bisschen störend ist. So, die gehören jetzt alle zu der Warteschlange. Jetzt werden die auch schnell abgefertigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das beim Security-Check staut. So, und immer wenn wir Zeit haben, können wir ein bisschen was machen. Das klappt. Kriegen wir da noch eine Mauer hin. Dann machen wir die hier schon mal die drei weg und bauen die gleich hier auf, damit wir auf jeden Fall vorbereitet sind, falls wir den Security-Bereich gleich noch vergrößern müssen. Die haben gebaut, dann bauen wir jetzt mal ganz kurz Sitzmöglichkeiten wieder auf. Kriegen die jetzt. Können wir mal ein bisschen was mit Deko machen. Können wir hier vielleicht noch eine dekorative Pflanze hinstellen. Ja, das, da wollen wir den, will ich den jetzt nicht den Platz versperren. Aber dann stellen wir doch vielleicht noch eine weitere dahin. So. Jetzt können wir auch hier den Zaun wieder wegmachen. Ich wollte halt nur auf Nummer sicher gehen, dass wir immer geschützt sind. Also dass es keine Lücke irgendwo gibt. Damit jeder durch den Security-Bereich muss. Jetzt können wir auch nochmal kurzer Zwischenstand. Ja, es ist nur noch eine halbe Stunde maximal. Es wird weniger. Es kann er vielleicht ja auch hier dran gelegen haben. Aber wenn die jetzt hier schnell abgefertigt werden, werden sie schnell zur Security kommen. Das heißt, wir brauchen, können die auch schon wieder mal wegmachen und setzen die gleich hier unten an die Wand. Wenn wir so schnell machen, dann dürfte das auch schon alles direkt wieder eingelagert sein. So, und jetzt können wir schon mal. Ne, machen wir erstmal die Zone ein bisschen kleiner. Und jetzt können wir schon mal hier die Wand abreißen. Und hier machen wir schon mal, hier machen wir schon mal die Lücke zu. Vorher braucht man noch gar nicht. Wäre jetzt nur schönheitsbedingt, aber. Die 17.000 können wir uns ja erstmal sparen. So, dann machen wir jetzt hier Security hin. So, und jetzt scheint alles zu laufen. Jeder Flug bis jetzt grün. Hier haben wir jetzt sogar 40 Minuten. Okay, der kam auch zu früh. Aber jetzt können wir uns um das Büro kümmern. Und zwar brauchen wir für das Büro. Reicht das von der Größe her? Ein Stuhl, ein Tisch. Mal gucken, wo es drunter ist. Office. Das reicht ja schon von der Größe. Machen wir hier jetzt eine Wand drum. Gleich eine Tür rein und dann sollte das passen. Können wir das ja schon wieder alles wegmachen. Okay, das ist jetzt eine Warteschleife. Die reicht nicht aus bei A1. 128 Personen. Und wo hält der später? Auch bei A1. Können wir ja mal gucken, ob wir die jetzt hier zwei Reihen länger. Stellen die sich echt nochmal an. Ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu viel ausgemacht. 34 Minuten noch
Und alle Leute stehen in der Linie. Jetzt brauchen wir allerdings noch kurz eine Tür, damit wir unser Office fertig haben. Bin mal gespannt, ob das um 0 Uhr reicht. Ja, das können wir gleich auch, glaube ich, viel größer machen. Wenn wir im Moment haben, wenn da wenige anstehen. Dann stellen die sich immer wieder an. Haben wir ja gerade gesehen. Security kann man dann auch größer machen. Aber es ist noch kein Flieger da. Alle pünktlich bis jetzt. Also bis jetzt müssen wir... Ja, vielleicht ist... Ah, so langsam... Vielleicht einen dritten Security, eine dritte Security-Reihe. Ja, vielleicht auch jetzt schon. Aber das sind drei Sachen, die sind schnell gebaut. Da würde ich jetzt noch ein Momentchen abwarten. Vielleicht ein bisschen langsamer machen, um schneller reagieren zu können. Startet da einer oder kommt er gerade? Der kommt auch schon. Da machen wir einmal kurz Pause. Den hätten wir eben wegmachen lassen können. Um die Warteschlange hier zu machen. Deswegen machen wir jetzt hier mal, damit die noch mehr Platz haben. Und das so, dann können die sich da... Ich glaube, dass bei zwei reicht das. Jetzt machen wir hier gleich noch einen dritten hin, damit sich da keine große Schlange bildet. Einmal anstehen und einmal zum Weggehen. So. Haben wir das da ein bisschen begrenzt und dann wo gehen wir denn am besten? Wir können ja hier rauskommen und dann gehen sie hier hoch. Die anderen stellen sich hier an. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Nein, danke. Jetzt hätte der Mülleimer stehen bleiben können. Na, Cancel-Projekt. Okay, das passt. Dann müssen wir die natürlich einmal noch wieder zuordnen. Dann können die entweder gleich hier rum oder oben rum zurückgehen. Ich hoffe, das funktioniert so. So, und jetzt... Einmal kurz gucken. Die meisten... Okay, die stehen bis nach hinten an. Aber jetzt können wir einmal abwarten, ob das so vielleicht schon reicht. Denn alles sind ja Kosten. Wir brauchen drei neue Mitarbeiter. Wir brauchen die Geräte. Ich bin mir auch unsicher, ob wir hier wirklich vier brauchen. Okay, ein bisschen schneller können wir doch machen. Und die dürften auch noch in der Warteschlange stehen. Ja. Toiletten. Ja, da ist immer mal ein bisschen... Ja doch, das reicht so. Hier reicht es nicht. Die Frauen stehen an. So, der hat noch jetzt eine Stunde Zeit, der hat noch 1,5 Stunden Zeit. Und die stehen immer noch in der Schlange. Und da kommen die nächsten Gäste. Nee, wir machen... Wir gehen da auf Nummer sicher. Ich glaube, wenn wir das jetzt nämlich so halten, dann wäre er jeden Tag beliebter. Und jeden Tag werden dann mehr Gäste kommen. Einmal überall auf die Pfeile achten. So, das wird gebaut. Dann drei Leute. Und dann natürlich gleich hier noch das Verbinden. Okay, die gehen hier durch zurück. Das verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber ich finde, es sieht wenigstens schön aus. Also sieht so aus, als ob man da schön Platz haben könnte. Wenn es denn... Wenn man die nicht durch die Schlange quer zurückgehen würden. Ja, was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt erstmal abwarten, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt. Und das auch noch einen runtersetzen können. Um vielleicht vier hinzukriegen.
Ja, aber die sollen jetzt erstmal machen. Können jetzt nochmal hier eine weitere Sitzgruppe hinmachen. Nein, Cancel-Projekt. Eins zu weit rüber. Und dann mal, würde ich sagen, einfach nochmal dieselben Pflanzen. Ein bisschen Dekoration reinzubringen. Und Mülleimer. Sieht sie mittlerweile aus. Ja, der hat Verspätung. 18 Uhr wollte er los. 18:30 ist er erst losgekommen. Und das bei 105. Und wir kriegen gleich noch 150. Der ist auch bisschen zu spät, hat ein Passagier nicht mitgenommen. Lag das schon an unserer Security? Oder wird das jetzt 46 Minuten? Ich hoffe mal nicht, dass das daran liegt, dass sie sich noch einen Kaffee und alles holen. Was wir vielleicht noch machen können, weil ich das hier gerade sehe, wir könnten noch, wenn die aus der Security rauskommen, nochmal eine Fluginformation kriegen. Und dann machen wir ein bisschen langsamer. Dann können wir vielleicht nochmal hier eine kleine Sitzecke einrichten. Und da sind die Mülleimer. Dann machen wir mal zwei Reihen Platz dazwischen. Und dann kommen da noch mal zwei Flugtafeln hin, damit die auch ja sehen, wann ihr Flieger kommt. Hier haben wir einen im Eingangsbereich. Machen wir noch mal eine zweite Tür hier hin. Und machen dann hier noch mal ein Flugdisplay hin. Passen natürlich jetzt die Zone auch noch mal kurz an. Kommen jetzt genau hier zwischen. Ist doch nicht optimal. Aber besser als gar nicht, denn wir müssen es einmal bauen. So, die Fluginformation bauen wir gerade. Können wir mal gucken. So, das zeigt uns nämlich jetzt an, wo die Leute wie informiert werden. Okay, die waren beide wieder in grün. Ja, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Hier sind die ganzen Leute. Ja, hier können wir jetzt wir könnten hier rein, aber die waren nicht gerade günstig, oder? Sonst setzen wir da noch zwei rein. Okay, doch, 1000 ist günstig. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt auf die Schlange. Das gucken wir uns jetzt nochmal für diese Folge an, wie das gleich aussehen wird, wenn die sich anstellen. Das sind jetzt 150 Passagiere, die sich anstellen. Und die, ja, das reicht nicht. Wenn wir noch zweimal machen, wird das auch nicht reichen, glaube ich. Man, die stellen sich doch nochmal neu an. Dann probieren wir das jetzt einmal aus, um das für die beiden Gates vernünftig hinzukriegen. So, die stellen sich jetzt an und einmal gucken, ob das jetzt reicht. Es sind schon welche im Flieger, hier stehen noch welche. Jetzt haben wir, glaube ich, vier Bahnen mehr als hier. Eins, zwei, drei, vier. Oder stehen die halt ein bisschen über, aber das sollte eigentlich ausreichen. Ne, Linksklick oder so, mit Rechtsklick oder so kriegt man das nicht. Man muss es dann doch so machen. Und dann lassen wir das jetzt so. Dann passt da nichts mehr zwischen. Und wir machen natürlich, falls sie sich anstellen wollen und noch Müll haben, können Sie den noch mal kurz loswerden?
Und um das Ganze noch mal ein bisschen hübscher zu machen, würde ich sagen, machen wir hier einfach mal ein paar Pflanzen zwischen. Ich wollte da jetzt erst 17 machen, aber dann dachte ich mir, ich würde da nicht sitzen wollen, wenn hinter mir die ganzen Leute anstehen. Deswegen mache ich da jetzt lieber Blumen hin. Ja, das hat alles gepasst soweit. Jetzt haben wir Tag 6. Warten wir noch einmal kurz, bis das gebaut ist. Damit wir das alles soweit haben. Dass alles, was wir jetzt in der Folge angefangen haben, fertig gebaut ist. Können wir noch so einmal anschauen, wie viele Leute heute kommen. Auf einmal kommen noch 97. Letztes Mal waren es 150, aber der erste Flug hat jetzt 140. Naja, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich nicht gut. Halbe Stunde Verspätung und drei Leute auf den ganzen Tag nicht mitgenommen. Aber für 6 Flüge mehr dürfte das ganz gut gewesen sein trotzdem. Ja, Geld müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Aber das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Würde mich über ein Like oder einen Kommentar immer freuen. Und sonst würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.